Haben wir es jetzt für uns selber so ein bisschen aussortieren können, welche Medikamente verlässlich sind und welche nicht. Trotzdem muss man immer sagen, wir sind alle Touristen hier in Indien. Touristenvisum, ja, müssen auch jedes Jahr ein neues Touristenvisum beantragen. Wir sind jetzt nicht in der Position, das also jetzt an die Zeitung weiterzugeben, was also dafür teilweise für einen Schund auf dem Markt ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Da muss dann, müsste der indische Staat auch mal sich selbst der Verantwortung stellen. Tag für Tag warten auf medizinische Versorgung. Selbst die Impfstoffe reichen nicht aus. Und das, obwohl in Indien aufgrund des nicht anerkannten Patentrechts Arzneimittel besonders preisgünstig hergestellt werden. Saubere Medikamente, aber auch immer mehr Fälschungen, die von hier aus in die ganze Welt gehen. Inzwischen hat der kriminelle Medikamentenhandel weltweit eine so bedrohliche Dimension erreicht, dass Interpol von der Weltgesundheitsorganisation WHO um Unterstützung gebeten wurde. Die Kommissarin Aline Plançon ist für Interpol und die WHO weltweit im Einsatz. Die Gesetzgebung der einzelnen Länder ist weltweit sehr unterschiedlich. Die kriminellen Organisationen wissen das ganz genau und sie nutzen die Schwachstellen der einzelnen Systeme, um ihre Vertriebsstrukturen in den jeweiligen Ländern unterzubringen. Aber das wissen auch wir sehr genau. Wenn wir also so eine Entwicklung irgendwo beobachten und es in dem Land Behörden gibt, die eingreifen können, reicht es für uns aus, dort im richtigen Moment die richtigen Schaltstellen zu aktivieren. Dann können wir zum richtigen Zeitpunkt eingreifen und das gesamte Netzwerk dieser kriminellen Organisationen auf internationaler Ebene ausheben. Dar es Salaam, die Hauptstadt von Tansania. Von hier aus hat die Interpol-Kommissarin Aline Plançon im vergangenen Jahr im Kampf gegen Medikamentenfälscher die Operation Mamba gestartet. Jetzt will sie diese Arbeit fortsetzen und die Operation Mamba 2 vor Ort vorbereiten. Ich wusste vorher gar nichts davon. Meine Kollegen von der Gesundheitsbehörde haben mir gerade berichtet, dass gefälschtes Mitakelfin hier im Land aufgetaucht ist. Mitakelfin, ein Antimalariamittel, das gerade erst auf den Markt kommt. Und schon sind Fälschungen im Umlauf. Eine Frau in Moshi hat gefälschtes Mitakelfin gekauft und wollte es ihrer Tochter geben. Die Tabletten kamen ihr seltsam vor, weil sie nach Zucker schmeckten. Aber Mitakelfin sollte eigentlich nicht süß schmecken. Die Zeit läuft. Es muss dringend gehandelt werden. Die Interpol-Kommissarin übernimmt die Koordination der nächsten Maßnahmen. Wenn das gefälschte Antimalariamittel in großer Zahl auf den Markt gelangt, ist es bereits zu spät. Die landesweite Ausbreitung der Fälschungen kann nur gestoppt werden, wenn es der Polizei gelingt, sie direkt bei Importeuren, Großhändlern und in den Apotheken abzufangen. Das erste Fahnderteam kommt an. Aline Plançon hat Durchsuchungen veranlasst in 4 Regionen in ganz Tansania, die zeitgleich an diesem Morgen starten. In Dar es Salaam leitet die Interpol-Kommissarin die Aktion selbst. Die erste Durchsuchung findet bei einem Großhändler statt. Das Gefährliche daran ist, dass solche Fälschungen oft keinen aktiven Wirkstoff enthalten. Und das Kind, das an Malaria erkrankt ist und Fieber hat, sterben kann, weil es überhaupt nicht behandelt wird. Schon allein das hohe Fieber bringt das Kind um. Malaria, die Killerkrankheit. Jede einzelne gefälschte Tablette kann ein Menschenleben kosten. Tatsächlich wird das Ermittlerteam um Aline Plançon bei dem Großhändler fündig. In seinem Warenlager befindet sich verdächtiges Mitakelfin. Der Händler hat uns gesagt, dass er die Ware woanders eingekauft hat, bei einem Importeur. Und dann hat er uns eine Rechnung gezeigt, an der es nichts auszusetzen gibt. Die Lagerräume des Importeurs, den der Großhändler als Lieferant des gefälschten Antimalariamittels genannt hat, werden umgehend von einem weiteren Ermittlerteam durchsucht. Die Fahnder finden zwar Mitakelfin in größeren Mengen, doch hier deutet nichts auf Fälschungen hin. Der Importeur, der erst seit wenigen Monaten seine Geschäfte in Dar es Salaam betreibt, muss seine Buchhaltung offenlegen.
Keine einzige Quittung oder Rechnung deutet darauf hin, dass er tatsächlich Waren an den verdächtigen Großhändler geliefert hat. Bei dem Großhändler indessen gehen die Ermittlungen weiter. Der gesamte Bestand des Antimalaria-Mittels Metakelfin wird beschlagnahmt. Auf Anweisung der Gesundheitsbehörde wird vorsichtshalber noch am selben Tag Metakelfin in ganz Tansania vorübergehend aus dem Handel genommen. Was uns in letzter Zeit eben doch sehr, sehr große Sorgen macht, ist die Tatsache, dass Medikamentenfälschungen zunehmend auch im europäischen Binnenmarkt zu beobachten sind, wo das bis vor wenigen Jahren noch nicht aufgetreten war. Der Flughafen von Brüssel. Eine der Drehscheiben in Europa für den Welthandel. Eine verdächtige Medikamentenlieferung aus China ist eingetroffen. China ist heutzutage, neben Indien, das wichtigste Herstellungsland für Arzneimittel. Zollinspektor Paul Müllner berichtet von dem größten Aufgriff gefälschter Arzneimittel, den es bisher in Europa gab, am Flughafen Brüssel. So sieht das aus, wenn man in einen solchen Karton hineinschaut. Hier, Grünenthal, schreibt man eigentlich mit einem Umlaut. Und hier ist kein Umlaut. Hier ein weiterer Schreibfehler. Tromal, und es müsste Tramal heißen. Und alleine schon an der Verpackung sieht man, das können keine Originalmedikamente sein. Hier haben wir ein Antimalariamittel. Die waren einfach so in Kartons, nur mit einem Gummiband zusammengehalten, also ohne äußere Verpackung. Tausende und abertausende Tabletten waren das. Sehen Sie, so sah die Fracht aus. So sind die Pakete hier angekommen. Alles voller gefälschter Medikamente. 1,6 Millionen Tabletten starker Schmerzmittel und 1,4 Millionen Antimalaria-Tabletten wurden beschlagnahmt. Und das hier ist Amoxil. Sie sehen schon an der hochgewölbten Verpackung, dass das eine Fälschung ist. Wenn man sie öffnet, lässt sich das nicht mehr erkennen. Es ist ein Antibiotikum mit einem viel zu hoch dosierten Wirkstoff. Bei einem gefälschten T-Shirt sagst du dir, da geht es um ein paar Euro oder so. Aber hier wird mit dem Leben von Menschen, von Kindern gespielt. Schon längst beschränkt sich das Problem gefälschter, lebensnotwendiger Arzneien nicht mehr auf Entwicklungsländer. Die Bedrohung hat Europas Grenzen überwunden. Es ist geradezu irrwitzig zu glauben, dass wir in Deutschland in einem sicheren geografischen Bereich uns befinden, der uns generell davor bewahrt, gefälschte oder minderwertige Arzneimittel innerhalb unserer Vertriebsstrukturen zu vertreiben. Der Pharma-Großhändler Peter Jevens importiert seit Jahrzehnten Arzneimittel aus der ganzen Welt nach Europa. Ich selbst bin immer wieder von sehr absolut seriösen, aber eben auch dubiosen Anbietern mit Substanzen konfrontiert worden, die man mir wie auch anderen angeboten hat, zu relativ günstigen Preisen auf den Markt in verschiedene europäische Mitgliedsländer, aber auch in den deutschen Markt verbringen zu können oder zu sollen. Großbritannien. Geradezu ein europäisches Einfallstor für Medikamentenfälschungen. Viele Patienten nutzen billige, dubiose Einkaufsquellen. Aber auch Apotheken und Kliniken sind nicht sicher. Die Regierung hat mit einer eigenen Taskforce auf die wachsende Gefahr reagiert. Im Jahr 2007 hatten wir den größten Fall von gefälschten Medikamenten in Großbritannien, sowohl was die Menge als auch was die Art der Medikamente betrifft. In diesem Fall haben wir etwa 40.000 Packungen sichergestellt. Daraufhin gab es drei Rückrufaktionen. Einmal von Plavix, das ist ein Blutverdünnungsmittel, das man nach Herzoperationen verwendet, also eine wirklich wichtige Arznei. Und zwei weitere für Casadex, das gegen Prostatakrebs eingesetzt wird. Und Aprexa, das bei Schizophrenie verordnet wird. Das ist bislang der größte Fall von gefälschten Medikamenten, bezogen auf die Quantität, aber auch hin